Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der siebten Nacht und wie man sieht, die Zombies sind etwas dümmer geworden. Bist du auch da, Sarah? Ja, ich bin auch da. Hallo YouTube, hallo Richie, ich bin da. Die sind dümmer geworden. Die rennen da in die Stacheln unten rein. Die Stacheln bringen voll was jetzt. Da liegt schon ein Hund, der ist auch nicht gerade schlau. Sollen wir hier so ein bisschen abbauen, hier oben, die Brücke? Was für eine Brücke? Die Brücke rüber zum Nahrungsmittelgeschäft. Oh, schade. Das Auto wollte ich eigentlich noch auseinandernehmen. Jetzt ist es zu spät. Aber wir haben da ganze Nahrung und so. Ich sollte dann das Feuer ausmachen. Ja, die kommen nämlich die Leiter hoch gleich. Was war das? Jetzt echt? Was ist das? Bitte, du machst mir Angst, ich komme rüber. Mach das weg. Nicht, dass du runterfällst, ja? Nein, ich bin hier. Ich bleib hier in der Ecke. Ganz brav. Hast du ein Messer? Nein. Nein, Knochending nur. Ich brauch nicht genügend Pfeile. Da, guck mal, so ein Knochending hier. Guck mal, hinter dir. Da, guck, Vogel. Auch noch. Vorsicht, Vogel! Wieso kommt denn hier ein Vogel? Was soll denn der Mist hier? Der Vogel. Da war der zweite Vogel, der andere hat mich schon gerade angeknabbert. Kriegst du das hin ohne Licht? Nein. Ach, schade. Ich wollte da noch was vorbauen vorne. Habt deinen Schlafsack jetzt zerstört, Richie. Nein! Warum? Aus Versehen. Hey, die kommen hier rüber. Die kommen hier rüber. Da, ja. Ich bin tot. Scheiße, ich auch. Die lassen mich nicht genau tun. Die kommen hier rüber. Wir hätten die Brücke noch mehr abreißen müssen. Ja, ich kam nicht ran. Ich hab's gerade versucht, aber... Von der einen Seite her abreißen. Erscheinung beim Bett oder auf dem Bett? Also ich hab auf dem Bett gemacht jetzt. Du hast aber noch gut hier gewütet. Hast du den Vogel ausgenommen? Ich glaube, dadurch, dass ich... Ich wollte den Vogel ausnehmen und habe aus Versehen den Schlafsack ausgenommen. Aha. Ja, so könnte man es nicht. Aber... Bitte, bau ab, bau bitte ab, bau bitte die Brücke weiter ab. Wie viele Hunde da unten sind? Ah, die kommen sowieso hier dran, weil die haben hier das Schild zum Rüberrennen. Weißt du? Da ist so ein Schild. Das können die benutzen, um hier rüberzukommen, wenn sie schlau wären. Sind sie aber nicht. Ah, die werden unsere Kisten drüben kaputt machen, fürchte ich. Unser Essen. Ja. Ich wollte die Leiter noch, das hat zum Schluss der letzten Folge so stark geruckelt, ich konnte mich gar nicht bewegen. Ich wollte die Leiter noch sichern, da so ein paar Stacheln vorstellen, weißt du, oben. Naja, aber erstmal glaube ich, kommen die gar nicht hier rauf. Schnapp sie dir. Nicht mit Waffe, dann ist zu laut. Geht dein Bogen nicht? Nee, mein Bogen ist irgendwie kaputt. Weil jetzt geht er. Aber ich sehe nichts. Wie wär's, wenn ich leuchte und du schießt? Ich glaube, du hast sowieso mehr Pfeile dabei. Nee, ich schieß nicht nach unten. Ich treffe den nicht richtig. Besser schießen, wenn die hier auftauchen.
Oh, ich finde das super, dass die wieder dümmer gemacht haben, dass die jetzt nicht mehr so vorbeirennen an den Stacheln. So, weißt du noch, wie das war? Ja. Jetzt bringen die Stacheln auch richtig was. Ich treffe die nicht. Nee, jetzt geht der Bogen wieder nicht. Mann, Mann, Mann. Der Bogen ist kaputt irgendwie bei mir. Manchmal geht er, aber ganz oft nicht. Jetzt habe ich gar nicht losgelassen. Ich wollte gar nicht schießen, aber ich habe zufällig dann trotzdem getroffen. Naja, ist keine Kunst, da unten einzutreffen, oder? Meinst du, das war's? Nein, es ist 23.15 Uhr. Das war der Anfang. Da sind so viele... Ah, da ist noch einer. War das der letzte? Der lebt ja noch. Die Hunde sind alle weg. Wo sind denn die Hunde? Da war noch... Da ist noch ein Hund unten. Da weiß ich nicht, ob sich... Lohnt sich das für einen Hund darunter? Nein, bitte. Die haben Säcke verloren da unten, sowieso. Ich denke mal, das ist das Fleisch von denen. Siehst du, da unten liegen Säcke. Aber ich würde jetzt nicht runtergehen. Das war erst der Anfang. Wow. Also die Brücke bricht doch noch zusammen. Ich habe das auch mal ausprobiert. Ich glaube, 10 kann man jetzt machen. Triffst du die Krankenschwester da unten? Wo? Da rennt noch eine Krankenschwester unten rum. Sie rannte. Ah, okay. Sie ist dann doch... Nein! Oh, bist du tot? Nein. Hast du Licht? Ich hab kein Licht. Du hast aber Licht. War schon noch nicht. Dann sammel mal die Säcke. Da lagen so viele Säcke, sind hier jetzt weg. Ja, scheinbar. Oder? Die war noch hier. Bei dem Stein. Beim Stein hier drüben. Hier, oh. Ja. Ja, bei dem Spike. Stacheln! Sie haben uns die Stacheln wiedergegeben. Ja, das war aber auch fies, dass die da immer durchgekommen sind. Ich habe welche gesehen, die haben sich gar nicht daran gestört. Die haben nicht mal Schaden genommen. Oh, nein. Dein Haus können wir aber reparieren. Ich gehe mal rum. Ich bin ja jetzt sowieso unten, oder? Ja. Boah, gute Idee, das so dick mit so dicken Mauern zu machen. Die Idee war gut. Ja, nur Mauern, ist keine Luft drin. Ja. Nur Stein. Ich glaube, ich komme mal rauf, oder? Ja, und bin noch ein bisschen geschickt. Es wäre nicht schlecht. Ach nee, brauchst du nicht. Aber was? Wasser habe ich, glaube ich, hier in der Kiste drin. Und du musst dein... Ja, Wasser ist genug da. Du musst dein... sag doch mal... Schlafsack reparieren. Oh, hallo. Was machst du, Jon? Aua! Ja. Ich nicht, ich bin oben. Ich weiß. Muss ich kommen? Ich hab Angst. Nee, bleib oben. Da war nur einer. Mist, hier haben wir auch kein Feuer, ja. Ich meine kein Holz. Meinst du, das war's schon? Ja, ist die zweite Nacht. Das ist jetzt noch nicht so. Ich dachte, da würden mehr kommen. Normal ja, aber noch nicht in der zweiten, siebten Nacht. Das war schon ein bisschen viel für die zweite, siebte Nacht, weil da eine Horde Hunde war. Aber was für eine? Da waren ja unten bestimmt 8 Hunde oder so. Also das war eine Menge. Was sollte ich nochmal mitbringen von drüben? Oh nee, schon gut. Vielleicht Holz. Und
Jetzt regnet es. Na toll. Schlafsack musst du dir wieder machen, der ist kaputt, deiner. Ich bin aber gespawnt auf dem Schlafsack. Also, ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst meine Sachen nicht, weil wir im PvP sind, weil wir im Team sind. Ich glaube, dann geht das nicht kaputt. Sonst wäre das gerade, dann wäre ich irgendwo. Dann wärst du ganz alleine gewesen. Oh, jetzt habe ich das ganze Fett hier reingetan zum Kochen. Ist das schlimm? Nee, ich weiß noch. 5 Stück hatte ich. Nehme ich wieder raus. So, dann Essen, Essen. Weil hier ist, oben ist es sicherer, finde ich. Besser, wenn wir hier hauptsächlich unser Essen haben. Ja, ja. Und ja. Die wertvollen Sachen müssen wir später auch mal hier rüberholen. Die Werkzeuge. Ja, aber die haben sich scheinbar jetzt gar nicht interessiert für die Kiste. Finde ich gut hier für die Kisten. Ja. Wo habe ich denn so viele, wieso habe ich so viele Maiskolben? Ich habe die da reingepackt mit. Aber ich habe im Inventar schon wieder über 100. Ich habe gar keinen Mais gepflückt. Vielleicht hast du gestoppt, Maismehl zu machen? Das kann sein, weil ich gestorben bin. Yo, das könnte... Ja, das wird sein. Genau, das ist es auch. Da ist ein Waschbär in der Nähe, hast du gehört? Nee. Schöne Sachen, Medikamente haben sie dabei gehabt. Und so eine Gothic-Hose. Goth-Hose. Ach, waren doch noch die Säcke da? 2 Säcke habe ich gefunden da unten, ja, insgesamt. Aber ich habe auch gesehen, am Anfang diese braunen, davon waren ganz, ganz viele da. Aber die waren leider weg. Was wollte ich hier nochmal? Essen. In der Dunkelheit sieht man die Schilder irgendwie nicht so richtig. Nee. Achso, dann schmeiße ich den Mais, den ich da jetzt gefunden habe, auch mal hier rein. Du kümmerst dich um die Essenskisten auch, oder? Ich möchte dir hier keine Sortierung durcheinander bringen oder so. Ja, ich habe nur ein bisschen jetzt mal alles so... mal da rein geht so ein bisschen. Mhm. Gut, gut, gut. Ach so, Mais. Was mache ich denn mit dem ganzen Maismehl? Das muss doch hier auch rein. Das kannst du auch da unter dem Mais irgendwo hin machen. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles war. Naja, doch. Die 7. Nacht, die 1. Nacht, da kamen 8 Angriffe. Und jetzt vielleicht 16. Mit den Hunden? Komisch, die kamen da unten wieder aus dem Haus raus. Ah, die kamen von überall. Die kommen in der 7. Nacht, sind die total verrückt. Da weiß man überhaupt nicht, wo die herkommen. Da aus vom Trailerpark hinten sind auch welche über die Straße gelaufen. Total von der Rolle sind die. Okay. Nanu? Was? Aber hattest du was zu essen gemacht irgendwo? Ja, ist alles drüben. Ach so. Und hier in der Kiste ist auch noch ein bisschen Vorrat, habe ich rein. 21 Eier. Ah, hier ist ja auch eine Kiste. Ist... Ja, aber das ist doch gut. Ganz schön viel Zeug drin hier. Eier, darf ich mir Eier essen? Ja, ja. Na, gab es kein Ei mit... Speck? Ja, in der anderen Kiste drüben. Ach so, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Spiegelei mit Speck. Dann esse ich erstmal so ein Ei, nicht, dass ich gleich noch verhungere hier. Deswegen Vorräte sollten wir... Ist doch einfach hier rüber. Ja. Kannst du doch helfen. Bitte? Dann kann ich ja helfen. Haben wir noch was hier? Vorsicht, nicht die Treppe runtergehen. Ich habe da jetzt Stacheln davor gestellt. Warum, weiß ich auch nicht. Was
Hast du Holz mitgenommen? Oder? Holz habe ich noch, ja. Ach, ich lasse das da. Sollen wir dann die Äxte, das alles neue... Hast du dir Eier jetzt genommen? Nein. Ich habe jetzt Eier mit Speck gegessen, ja. Jetzt bin ich auch zum ersten Mal seit langem wieder satt. Also ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen Nahrung mit rüber. Du kümmerst dich um das Essen. Und ich kümmere mich um die anderen Sachen. Ja genau, wir haben noch Punkte zu verteilen, oder? Genau, das machen wir jetzt. In der nächsten Folge dann. Ist es schon wieder so weit? Ja, fast. Oh Mist. Okay. Gut. Schade, dass die Schilder bei Nacht nicht so gut zu lesen sind, oder? Wir müssen so Lampen hier anbringen oder sowas. Also das mit dem Bogen, das klappt bei mir nicht so gut. Kann ich mir so eine 9mm Pistole nehmen, die ich dann immer mit mir rumtrage mit einem Magazin? Ja, nimm, was du kannst. Das ist bei mir verbuggt. Das habe ich schon bei den anderen Aufnahmen gemerkt. Ah, verrottenes Fleisch habe ich. Das lege ich jetzt im Moment hier rein. Talg habe ich. Für Kerzen. Ja, oder Fackeln. Kerzen. Dann machst du Kerzen. Kerzenmacher. Das mache ich. Das will ich jetzt auch hier. Okay. Virto. Ist auch mal hier. Das lasse ich hier. Dass Vögel auch angegriffen haben in der Nacht. Ja, das ist bei mir erst im Singleplayer, ist das erst so in der dritten oder vierten Nacht, dritte glaube ich, vorgekommen. Das war auch das Schwierigste. Aber das liegt daran, glaube ich, hier muss ein Dach drüber, auch wegen Regen und so. Oder hier nicht, aber wir brauchen irgendwo was zum Unterstellen. Ja, und wenn die Geier kommen. Ja, da kommt ein bisschen Dach. Ja, es gibt noch Schlimmeres als Geier, was fliegen kann. Aber habe ich selber noch nie gesehen. Müssen wir gucken, wie wir das machen. So, ja, dann bedanken wir uns. Ja. Für euer Zusehen. Für eure Kommentare. Und für eure Likes. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.